Zombie Apocalypse. Also so langsam bekommen meine Videos auch schon Kultstatus, gerade mit dieser wunderbaren Anmodi. Also ich moderiere meine Videos wirklich mit einem Gena erstmal an. Das heißt so viel wie willkommen zu einem neuen Video von Let's Play GTA 5 mit der 5M Mod hier auf dem Server vom NOS and Team. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einem neuen, brandneuen Video auf meinem YouTube-Kanal. So, im letzten Video habe ich euch auch so ein bisschen die Feuerwehr und beziehungsweise die Polizei gezeigt. Also die Feuerwehr im wenigsten Sinne eigentlich. Also im letzten Video war wirklich die Polizei im Hauptfokus. Heute möchte ich euch gerne einmal den Rettungsdienst Notarzt vorstellen. Ich befinde mich aktuell in einem Umkleideraum. Ich habe mir gerade mal meine wunderschönen Sachen geholt. Hier sind die sehr, sehr netten Herren vom Empfang. Die helfen auf jeden Fall jedes Mal weiter, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ansonsten kann man auch hier mal direkt reingehen in die Gerichtsmedizin, aber da sind wir heute nicht stationiert. Wir werden heute einfach mal so ein bisschen rumlaufen hier. Was gibt es denn eigentlich noch so im Krankenhaus? Ich möchte euch gerne mal alles zeigen irgendwie. Wenn man schon in ein Haus gehen kann, in GTA, hat es schon etwas zu sagen. Da ich schon ein bisschen älter bin, also ich bin ein älterer Mann, ein älterer Herr, ich werde heute keine Treppen laufen, wir nehmen einfach mal ganz klassisch den Fahrstuhl. So, dann kommen wir auch schon mal nach oben und hier gibt es etwas ganz Besonderes. Wer GTA kennt, weiß sicherlich auch, dass man hier auf dem Krankenhaus zum größten Teil auch Helikopter wiederfindet. Und unter anderem kann man hier gerne auch mal hinlaufen, drückt mal eine Taste und dann kannst du hier auch schon mal, guck mal, ganz unten steht der Helikopter-Shop, da drückst du einmal rauf. Und dann kannst du hier verschiedenste Art von Helikoptern einfach dir einfach mal zulegen, die einfach benutzen für verschiedenste Einsätze. Wir haben zum Beispiel einen ADAC-Helikopter und ein SAR. Das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Ding. Das Ding hat auf jeden Fall auch richtig Kultstatus, hat einen richtig, richtig krassen Kultstatus. Das ist heute mein Wort in diesem Video. Das sind auf jeden Fall zwei außergewöhnliche Rettungshelikopter. Aber da ich bisher noch kein Pilot bin, darf ich das natürlich auch jetzt nicht machen in diesem Video. Denn ich bin heute unterwegs ganz stinknormal auf den Straßen. Da werden wir jetzt gleich mal runtergehen. Ich werde euch mal gleich ein bisschen ein paar Autos zeigen, die man hier eigentlich so als Notarzt-Rettungsdienstler benutzen kann. Hier müssen wir lang. Ich verlaufe mich so oft in diesem Krankenhaus, das ist so Wahnsinn. Obwohl hier nicht mal so viele Türen sind, irgendwie schafft man es trotzdem immer wieder. Aber ich weiß, wie es rausgeht. Das ist immer das Einfachste. Obwohl es jetzt auch nicht dasteht, dass man hier rauskommt. Vielleicht wird hier noch so ein bisschen was dran geändert. Auf jeden Fall kommt man hier wieder raus. Dann ist man wieder hier vorne vor den Haupttoren des Krankenhauses. Und da steht auch schon ein Einsatzfahrzeug bereit. Das wird heute vielleicht mein erstes Fahrzeug sein, was ich euch heute mal so ein bisschen vorstellen werde. Das ist ein VW Passat mit einem Rettungsdienst-Logo drauf und einem Rettungsdienst-Skin. Das sieht auf jeden Fall richtig fresh aus. Orange bzw. rot und weiß. Das gibt auf jeden Fall schon mal extrem viel her. Sieht auch extrem cool aus. Außerdem, bevor ich das vergesse, bevor das wieder weggeht, die Meldung, unten links seht ihr über der Map, über der Karte, den Gehaltscheck. Den bekommt man hier wirklich sehr, sehr oft. 3000 Dollar in meinem Fall. Ich bin ja auch Notarzt, da bekommt man halt schon ein bisschen mehr. Dann wiederum kann man hier in das Auto reinlaufen. Dann drückt man die Taste E. Dann gehst du hier auf wie Heike Shop, so oben wie auch gerade beim Helikopter Shop. Und dann kann man einmal hier durchzwitschen und da gibt es auch wirklich eine Handvoll an Autos. Sind jetzt nicht so viele, aber das sollte vollkommen ausreichen. Es gibt hier zwei RTWs, einmal den RTW Strobel, einmal ein RTW Miesen. Der gefällt mir richtig cool, den kennt man glaube ich aus dem LS17 oder LS19. Ich glaube LS17 war das. Das ist ein schönes Teil, das ist richtig fetzig. Gerade auch mal eine andere Farbe, das ist wirklich gewagt. Das ist einfach ein mega geiler Schlitten. Den würde ich auch gerne mal fahren. Aber da ich heute Notarzt bin, passt das nicht ganz. Aber der Notarzt kommt natürlich auch nicht gerade billig davon. Ich sag mal hier gerade auch mit diesem wunderschönen Audi, der auf jeden Fall richtig geil aussieht. Dann haben wir hier den Passat. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen großen Sprinter. Und einen weiteren Notarzt haben wir auch noch. Und das sind erstmal alle Fahrzeuge, die ich hier euch zeigen kann. Ansonsten würde ich gleich mal sagen, steigen wir mal direkt ein hier in den VW Passat. Dann werden wir heute mal so ein bisschen hier, ja, oh, wo sind meine Schlüssel? Warte mal, wollen wir ganz kurz in meine Tasche schauen. Da sind sie. Dann steigen wir gleich mal ein.
Wir werden heute mal ein bisschen auf Streife fahren, in Anführungsstrichen. Ich zeige euch heute einfach mal so ein bisschen hier die Map. Zeige euch mal so ein bisschen, was man alles so machen kann. Also ich zeige euch natürlich alles das, was man machen kann bisher. Also ja, hier ist alles wirklich noch in Arbeit. Bisher sind auch, glaube ich, gar nicht so viele Spieler auf den Server unterwegs. Aber falls irgendwie ein Einsatz reinkommen sollte, werde ich ihn natürlich auch annehmen. Ansonsten, liebe Freunde, ich werde euch erstmal hier das Straßennetz demonstrieren, denn es ist ein deutsches Straßennetz. Meine Güte, ist das nicht herrlich? Das kann man wirklich gar nicht glauben, dass so etwas möglich ist hier in Los Santos in GTA. Ich müsste mich vorher noch anschneiden. Sorry, total vergessen gerade. Das finde ich einfach nur richtig mega, mega cool. Auch eine deutsche Bahn fährt entlang. Also hier wird wirklich auf Deutsch gesetzt. Wir sprechen auch alle Deutsch, deshalb muss auch das Straßennetz und die Fahrzeuge und die Züge und die Flugzeuge natürlich auch alles Deutsch sein. Das ist da einfach nur mega geil anzusehen. Also die Straßen geben wirklich auch mal ein bisschen was her, weil es alles so ein bisschen ja, detailgetreu aussieht, viel realistischer auch irgendwie. Das macht auf jeden Fall richtig Bock, hier erstmal durch die Gegend zu fahren, obwohl man nicht mal einen Einsatz drin hat. Also da hat man auch wirklich erstmal so sehr viel zu sehen. Man hat sehr viel Spaß auch daran, hier diese Welt zu erkundschaften. Das ist schon extra etwas Feines irgendwie. Also ich finde dafür jetzt gar kein passendes Wort. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo ich hinfahren soll. Ich fahre jetzt einfach mal direkt drauf los. Und ich werde euch am besten jetzt gleich mal ein paar Funktionen zeigen. Passt mal auf, wir fahren mal ganz kurz ran. Wir setzen mal ganz kurz den Blinker rechts. Ich zeige euch jetzt am besten mal ein paar Funktionen, wie eigentlich hier das Emergency Lighting System funktioniert an den Fahrzeugen. An alle, die das dann gerne später auch machen möchten, also an alle, die mitspielen möchten, schaut in der Videobeschreibung nach. Da habe ich euch den TeamSpeak 3 Server vom NOS Team verlinkt. Da könnt ihr selbstverständlich jeden Tag draufkommen. Wenn ihr mitspielen möchtet, fragt die Leute einfach und dann wird es sicherlich auch schon eine Möglichkeit geben, hier sofort drauf zu joinen. Aber ihr müsst auch bedenken, der Server ist jeden Tag in Bearbeitung. Also hier wird noch so viel geändert, so viel gemacht. Neue Fahrzeuge wurden zugefügt wieder. Das habe ich hier vor kurzem wieder gehört. Also man ist hier wirklich einfach nur gut aufgehoben. Man hat so viel hier zu erleben, so viel zu machen. Es fehlen natürlich aber halt noch die Spieler, liebe Freunde. Also kommt gerne rauf, sagt uns gerne deinen Job, den ihr gerne machen möchtet auf den Server. Das kriegen wir sicherlich hin, dass ihr dann zum Beispiel auch vielleicht, so wie ich jetzt gerade hier, zum Rettungsdienst kommt, zur Feuerwehr oder zur Polizei und dass wir dann hier zusammen, alle zusammen, das RP ausüben können. So, hier wird erstmal geil gehupt. Ich würde mal sagen, wir schalten erstmal das ELS an. Das machen wir mit der Taste L. Dann seht ihr erstmal hier, wunderbar, schöne Frontblitzer sind da verbaut im Kühlergrill. Dann haben wir einen Balken auf dem Dach. Ansonsten, das ist erstmal das ganze Bling-Bling. Dann drücken wir die Taste Q. Dann schaltet sich oben noch ein Heckwarner an. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Auch gerade wenn es dunkel ist, macht es wirklich auch noch sehr viel her. Da können wir auch hier mal einmal durchschalten mit Q. Da kannst du verschiedene Blaulicht Szenarien aktivieren und deaktivieren. Wir machen mal das komplette Programm an und dann geht es ja noch verschiedenste Hörner. Können wir am besten einmal reinhören. Das passt irgendwie am besten irgendwie. Das ist einfach nur richtig aussagekräftig. Das hört auf jeden Fall jeder andere Verkehrsteilnehmer. Der Ton gefällt mir wirklich richtig gut. Also muss ich wirklich mal sagen. Gerade auch die Blinker bei dieser Mod gefallen mir richtig gut. Hinten am Heck sieht man die nicht so ganz, aber ich kann ja gleich nochmal auf Dunkel stellen, dass man auch mal im Dunkeln sehen kann, wie das Blaulicht so wirkt. Wenn man zum Beispiel, ich sag mal, von weiter weg zum Fahrzeug fährt, wenn man zum Beispiel gerade einen Einsatz hat oder so, das sieht dann auf jeden Fall richtig, richtig knorke aus. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir ganz kurz hier über die Straße und ich setze mir am besten mal, wartet mal. Ich setze mir am besten jetzt mal einen Punkt und fahre jetzt mal rüber hier direkt zum Flughafen, weil er gerade in der Nähe ist. Dachte ich mir so. Fahren wir einfach mal rüber, aktivieren mal ganz kurz ein bisschen Licht. Ach, hier müssen wir auch schon runter. Wir sind ja wirklich gleich da. Mensch, das geht ja richtig fix hier gerade. Wir müssen da lang. Ja, genau, ist richtig. Dann fahren wir einmal hier vorbei. Ich hoffe, boah. Ach so, das war Papier oder so. Ich dachte, da fliegen Steine runter oder so. Ich überhole einfach mal ganz, ganz fix. Ich will jetzt nicht hinterher krauchen da hinter den LKW. Dann fahren wir ganz kurz zum Flughafen. Ich zeige euch da mal gleich auch mal was man da noch machen kann. Dann werden wir gleich mal, wie gesagt, noch die Zeit so ein bisschen auf Dunkel stellen. Um einfach mal zu schauen, ob man auch das Blaulicht von Weitem gut erkennen kann. Weil das ist auch, finde ich, auch sehr, sehr wichtig.
wenn man jetzt zum Beispiel einen Großeinsatz hat hier mit, ich sag mal, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, man müsste uns natürlich auch schon relativ schnell erkennen können. Deshalb ist es auch wichtig, dass man das einfach mal probiert und testet. Hallo, der Notarzt ist da. Sie haben uns nicht gerufen, ich weiß, aber ich bin mal so dreist und fahre einfach mal durch. Entschuldigung, das übernimmt mein Chef. Das tut mir sehr, sehr leid, dass ich jetzt Ihre Schranke kaputt gemacht habe. Tja, aber was willst du machen? Ich wollte auf den Flughafen und ich habe schon Blaulicht auf dem Dach, also sollen sie mich auch auf jeden Fall fälligst durchlassen. So, okay, liebe Freunde. Ne, wisst ihr was? Wir fahren mal am besten hier auf die Start- und Landebahn. Platzieren uns mal gleich hier einfach irgendwo hin. Am besten genau auf die Mitte, genau. So, dass es am besten wirkt. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier in die Option, Time Option und dann einfach mal auf Mitternacht. Da müsste es auf jeden Fall richtig locker, fluffig, dunkel werden. So, dann steigen wir uns ganz kurz ab, steigen aus und dann gucken wir uns einfach mal das Spektakel jetzt genauer an. Also man muss wirklich mal sagen, also gerade ich muss auch hier dazu sagen, ich habe hier in der GTA 5 5M Mod auch einen Shader installiert. Deshalb sieht alles nur so ein bisschen detailgetreu und realistischer aus. Aber man muss wirklich mal sagen, das Blaulicht fetzt einfach nur mega. Gerade auch das Licht jetzt vom Auto, wie krass das auch reflektiert. Was ich auch cool finde, wenn es zum Beispiel regnet, dann reflektiert auch das Blaulicht im Regen, also in Pfützen. Das ist einfach nur so unbeschreiblich geil. Da macht es wirklich richtig Fun, einfach mit den Autos zu fahren. Und da freut man sich natürlich auch über jeden Einsatz. Das sieht einfach nur mega cool aus. Hier auch gerade der Auspuff, die Abgase, die aus dem Auto hinten rauskommen. Mega, mega, mega cool. So, gehen wir mal ganz kurz nach hinten. Also man sieht durchaus, ja, man sieht da, dass da was anderes ist. Vielleicht jetzt nicht die beste Alternative, auf dem Flughafen hier zu stehen, um zu schauen, ob das Blaulicht gut zu erkennen ist. Der Flughafen ist in der Nacht dann halt doch schon fast wie am Tag. Auch gerade mit den ganzen LEDs und mit den ganzen Lichtern hier drauf ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel. Aber man sieht wirklich von Weitem, aha, es funktioniert, das sieht gut aus und auf jeden Fall haben wir hier ein richtig schönes Auto. So, dann machen wir ganz kurz wieder hell. Wir hatten, glaube ich, 12 Uhr. Machen wir wieder ein bisschen Nun. Ein bisschen Nunigkeit. Dann geht es erstmal wieder zurück auf die Straße. Wir fahren mal wieder zurück in Richtung Stadt. Wir können ja mal da ein bisschen rumfahren noch. Und ich werde euch gleich nochmal im Anschluss zeigen, was man hier eigentlich alles als Rettungsdienstler bzw. als Notarzt machen kann. Dann werde ich euch gleich auch noch die Klamotten zeigen, die man anziehen kann. Die man umstellen kann natürlich auch. Also es gibt hier wirklich so viel zu zeigen. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Aber wie gesagt, es ist ja ein Roleplay-Server, abgekürzt RP-Server. Da fehlt es natürlich dann doch irgendwie schon, dass man... wo fahren wir am besten hoch? Achso, hier. Da fehlt es natürlich dann doch schon an Spielern auf diesem Server. Also aktuell, wie gesagt, können 32 Spieler mitspielen. Das ist erstmal nicht so viel, klingt jetzt auch gar nicht so viel. Es ist aber viel. Also wenn man wirklich sich überlegt, 32 Spieler auf dem Server, boah. Das wird auf jeden Fall richtig Bock machen. Ich habe da auch richtig Lust irgendwie. Aber bisher sind noch nicht so viele gekommen, muss man dazu mal sagen. Ansonsten, wenn wir wirklich die 32 Spieler fast erreichen sollten, dann wird der Server auf 64 erhöht. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Also hier ist auf jeden Fall noch vieles offen. Und ich hoffe, das wird auch noch so lange bleiben, denn ich habe richtig Lust auf GTA irgendwie. Ich möchte sehr viele Videos davon machen, aber wie gesagt, die Spieler fehlen einfach und das ist einfach das Blöde, was mich irgendwie noch so ein bisschen stört. Ansonsten würde ich hier wirklich so viele Videos raushauen, weil ich einfach zurzeit nur richtig Lust habe, GTA 5 5M Videos hier auf den Noss und Team Server aufzunehmen. Tja, liebe Freunde, also wie gesagt, falls ihr mitspielen möchtet, schaut in der Videobeschreibung nach. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr GTA 5 habt. Für den PC muss man dazu auch sagen, kommt gerne rauf hier auf dem Teamspeak, quatscht mit den Leuten, sagt gerne oder fragt den Leuten gerne mal, was ihr gerne arbeiten möchtet auf dem Server. Und vielleicht treffen wir uns ja schon bald hier in Los Santos im deutschen Look. Das ist schon cool, so eine riesengroße amerikanische Stadt mit deutschen Schildern, mit deutschen Verkehrszeichen und deutscher Straße und deutschen Skin. Alles ist wirklich deutsch-deutsch. So schön kann man das auch sagen. Ja, das macht auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Spaß. Dann kommen wir mal ganz kurz rüber hier zu den Sachen, die man hier eigentlich alle so einstellen kann. So, wartet mal. Da gehen wir mal ganz kurz hier auf Player und dann gucken wir uns mal ganz kurz hier ein paar Sachen an, die man hier beim Notarzt Mann, Herr, Frau, wie auch immer, ändern kann.
Wir hätten zum Beispiel erstmal hier eine Möglichkeit, eine Mütze aufzusetzen. Wir können natürlich auch die Jacke entfernen oder halt wieder anziehen. Da hinten steht auch mal wunderbar mit einem Herzschlagsymbol Rettungsdienst drauf. Sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Dann haben wir hier noch eine Hose, die können wir nicht ändern. Dann haben wir hier noch ein paar Bags. Das sind kleine Handschuhe, Gummihandschuhe, Einweghandschuhe sind es, glaube ich, Einweghandschuhe. Ansonsten können wir hier noch ein paar Taschen uns an den Gürtel schneiden oder halt hier das Stereoskop. Ansonsten, was ist das hier? Badges, Logos. Ich glaube, da passiert jetzt nichts. Ich glaube, ich könnte mal ein bisschen weiter nach hinten. Nee, ich glaube, da passiert nichts. Dann ansonsten haben wir hier noch eine schöne Mütze. Passt auch wunderbar zum Shirt. Und dann haben wir zu guter Letzt schön beim Sonnenschein haben wir auch eine wunderschöne Sonnenbrille. Jo, das ist auf jeden Fall erstmal eine Menge, die man hier zeigen kann. Aber wundert euch nicht, das ist jetzt hier ein erweitertes Tool, was ich hier gerade benutze. Das wiederum seht ihr natürlich dann nicht, wenn ihr jetzt hier im Rettungsdienst seid. Da müsst ihr dann schon zum Krankenhaus gehen und da könnt ihr dann eure Sachen an- und ausziehen. Da könnt ihr euch alles kaufen, denn, was ihr haben möchtet. Fügt das in euren Inventar zu und dann könnt ihr das halt für verschiedenste Einsätze benutzen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt hier, das ist jetzt hier nur... das ist jetzt genauso wie bei mir, wie ich das gerade gezeigt habe. Nein, nein, also bitte nicht wundern, das habt ihr natürlich dann nicht. So, dann gehen wir mal ganz kurz mal rüber zum Wetter. Das gefällt mir auch richtig gut, das einfach mal hier zu zeigen. Wir gehen mal ganz kurz, wartet mal. Gehen mal ganz kurz noch mal ins Dunkle. Und wir schalten jetzt mal, wartet mal. Genau, das habe ich gesucht. Wir schalten jetzt am besten mal den Regen an. So, jetzt wird es erstmal ordentlich staubig. Boah, der sieht ja gewaltig aus. Hier geht es jetzt erstmal ordentlich ab. So, denn das muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Das will ich euch um Gottes Willen nicht vorenthalten, weil das einfach nur mega cool aussieht. Jetzt muss ich bloß mal schnell hier von diesem Parkhaus runterkommen. Weil jetzt auch gerade diese Grafik, die ihr jetzt hier gleich sehen werdet, die wird euch sicherlich umhauen. Ich bin jetzt nicht gerade in der Nähe der Stadt. Ich bin ja am Flughafen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann hier. Mensch, wie hoch ist denn dieses Autohaus hier? Also nicht Autohaus, Parkhaus. Es geht ja mega in die Höhe. Ach, wir haben ja Blaulicht an, Mensch. Können wir ja fahren. So, guckt euch das an. Hier entstehen erstmal so richtig coole Pfützen. So, auf der linken Seite sind ein paar Cops unterwegs. Warte mal, haben die eine Waffe in der Hand? Uiuiui, da muss ich mal kurz gucken, ne? Tasche, Kollegen, was habt... Boah, das ist eine M4 wohl Arbeit. Boah, das ist hier die Airport Police. Das ist ja krass. Muss ich mal ganz kurz Hallöchen sagen. Tja, da sieht man auch mal, die Cops sind gut unterwegs, auch egal bei welchem Wetter. Die machen ihre Arbeit wunderbar. Und genau das meinte ich hier. Also hier sind so geile große Pfützen, das sieht einfach nur schön aus. Man rutscht natürlich auch sehr schnell weg. Da muss man wiederum auch sehr aufpassen und die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren, damit man hier nicht schnell irgendwie ins Rutschen kommt. Ja, liebe Freunde, das ist auf jeden Fall erstmal im Groben und Ganzen der Rettungsdienst, der Notarzt. Natürlich gehört zu den Aufgaben Einsätze annehmen, Menschenleben retten, zum Einsatz fahren, Roleplay natürlich ausüben, natürlich in RP-Form mit den Leuten verständigen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und ist natürlich auch Pflicht. Sonst würde der Server natürlich auch nicht RP heißen. Und haltet euch natürlich auch an die Verkehrsordnung. Ich mache das jetzt in meinem Fall nicht. Das ist sozusagen ein Werbevideo für den Server, damit wir hier mehr Spieler drauf bekommen. Kann man wirklich so sehen. Und ich werde jetzt erstmal eine Runde tanken fahren. Die Tankanzeige sollte man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Und dann werde ich das Video auch jetzt gleich im Anschluss wieder beenden. Ich muss mal ganz kurz hier, zack, das ausschalten. Und ja, liebe Freunde, wie gesagt, ich sag's noch einmal, falls ihr gerne mitspielen möchtet hier auf den GTA 5 5M Server, dann kommt gerne rum, schaut in der Videobeschreibung nach unter diesem Video, da habe ich euch alle Details dargelassen. Wie gesagt, kommt drauf, sprecht eure Jobangebote aus, was ihr gerne machen möchtet und dann sehen wir uns auch hoffentlich bald hier auf dem RP-Server vom NOS and Team. Liebe Freunde, macht's gut, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.